Hallo und willkommen zurück bei The Witcher. Wir suchen immer noch nach dem Greifen, beziehungsweise hier, was da passiert ist mit den Soldaten. Ja. Ich hoffe, die kamen von hier. Ich habe gerade gedacht, hier würden irgendwelche Skelette liegen. Okay, die kamen von da. Ging die hier weiter? Wenn du was... Wenn du über breite Lücken springst, halte dabei Leertaste gedrückt, um dich am Vorsprung auf der anderen Seite festzuhalten. Okay. So, den Honig nehmen wir mit. Toll. Ah, doch, hier gehen die. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Aha. Da oben ist irgendwas. Da oben bewegt sich was. Nee, das ist ein Busch. Haben die den Greifen irgendwie hier... Deswegen, da liegt doch einer. Also ein Greif. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Ich hätte jetzt nur eher gedacht, dass der Greif den nicht dahin gebracht hat, sondern hier die Soldaten hier irgendwie... das da getötet haben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Für den Greifen Monatsvorräte oder Monatsvorräte von den, die da liegen? Also das sind nur die Fußtapsen. Das können nur Menschen getan haben. Okay, looten wir mal alles. Das war also sein Nest. Ja, und hier liegt einer. Also ein Greif. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Okay. Untersuchen wir mal die Wunden. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Was für Helden! Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das heißt? Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Also ist das Vieh auf Rache aus. Unterschätze niemals deinen Gegner. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück des Hexerkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manchen Hexer das Leben gerettet. Solltest dir Tränke und Öle brauen oder Handwerker aussuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt. Bei Waffenschmieden bekommst du Schwerter, während Rüstungsschmiede Rüstungen anfertigt. Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrung gewinnst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst und deine Chancen steigerst, den Kampf zu gewinnen. Ja, da sind wir ja dran. Aber schön, dass mir das Spiel dies schon vorhersagt.
Oh, Milena Langschwert. Cool. Hier haben wir schon alles rausgenommen. Und da ist ein Ort der Macht. Magie, ein Ort der Macht. Cool. Niemand, der es bewacht? Okay. Sehr merkwürdig, aber... Okay. Hier haben wir noch einen nicht erkundeten Ort. Schade, dass das jetzt hier nicht eingezeichnet wird. Von wegen hier Greifhort und so. Moment. In welcher Richtung war das? Da... Weil das wäre eigentlich auch noch ganz cool, wenn dann irgendwie sowas dann nochmal mit eingezeichnet würde. Ja. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Sohn einer Ziege! So, du? Jawoll! Da fliegen wieder die Köpfe. Und Reparatursets. Die brauchen wir dann tatsächlich irgendwie. Also, Rüstung und Schwerter nehmen Schaden. So, gucken wir uns mal hier um. Haben wir noch irgendwas zum Looten hier? Wir könnten höchstens das Feuer ausmachen, aber... Das will ich jetzt gerade nicht. Oh, shit. Da war irgendwas Wichtiges drin. Und irgendein Absud. Silber. Sonst ist aber nichts mehr, ne? Nee. Was haben sie hier gebaut? Soll das hier irgendwie mal Freudenfeuer werden? Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Was turnt da hinten rum? Irgendwas, was schnell zu Fuß ist. Das sind Wölfe. Gerade gucken, nicht, dass da noch irgendwo einer plötzlich auftaucht. Sie jagen ja im Rudel. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Okay, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ah, da. Da haben wir Plötze abgestellt. Puh, da müssten wir den Kram holen. Markieren wir mal den Ort. Wobei, das ist schon wieder irgendwie so am See. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Da wäre vielleicht besser. Oder halt hier oben die Sachen. Weil das sind mir irgendwie immer mit ertrunken. Da will ich noch nicht ran. Das sind zwar jetzt schon Stufe 3. Ach, hier haben wir auch noch jede Menge. Von da können wir jetzt... Ach so, nee, das geht ja nicht. Ich muss ja hier an der Brücke erstmal irgendwie... Es geht ja immer nur von Wegkreuzung zu Wegkreuzung.
Ja. Alles andere wäre zu einfach. Verlassene Dorf, haben wir kein Business mehr. Blub. Da wohnt der Bär, da müssen wir auch noch irgendwann hin. Da ist das zerstörte Dorf, aber da sind bestimmt Drowner. Okidoki. Dann das da markieren. Damit wir uns hier nicht verlaufen. Ja, kletter mal hoch. Yeah. Ah. Wenn. Da sind jede Menge Ghule. Ghule. Nur ist mir hier auch sehr viel Grünzeugs hier im Weg. Dann sehe ich sie nicht. Das ist das Problem. Die bewachen da irgendwas. Nein. Deswegen, dann schmeißt er mich hier irgendwie einmal auf den Desktop zurück. Ich weiß noch nicht, wieso, warum er das macht. Au. Au. So, komm mal her. Da ist noch einer. Ne, du brauchst das Schwert noch nicht wegstecken. Au! Okay, das war's aber. Was? Monsterohr! Dann looten wir mal hier alles. Dann gucken wir mal, was es da hinten mit dem Dings auf sich hat. Was die hier bewacht haben. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Ja, und wie? Zum Zerstören eines Monsternests brauchst du einen... was? Eine Kartasche, Samum oder die Bombe tanzender Stern? Begib dich in die Nähe eines Nestes und drücke F. Aha. Kartasche, Samum. Haben wir alles nicht. Ja, du hast nicht die richtige Bombe. Verdammt. Müssen wir noch Bomben bauen? Ich weiß aber nicht, wo wir die herkriegen. Da oben. Haben wir da. Schnellreise hin? Nee. Was war denn hier? Gut, also es wird auf jeden Fall aber hier auf der Karte markiert. Das heißt, wir finden es wieder. Wir brauchen da halt nur eine Bombe. Das ist cool mit dem Sonnenaufgang. Gefällt mir. Ich weiß aber nicht, was das mit diesen roten Dreiecken, die auf der Minimap dann plötzlich mal auftauchen, ist. Deswegen, ich versuche sie ja immer so jetzt zu ignorieren, weil ich bin ja denen schon ein paar Mal einfach so hinterhergelaufen und ja, das hat ja nicht allzu viel gebracht.
Achso, hier können wir ja looten bis zum geht nicht mehr, stimmt ja. Dann nehmen wir das da als unser nächstes Ziel. Wobei, waren da nicht irgendwelche... irgendwelche Deserteure? Moment. Ach, Mist. Deswegen. Mein Schwert ist im Eimer. Deswegen machen wir gerade nicht so viel Schaden an denen. Au, au, au. Sollten wir uns mal kurz was... Oh, da ist noch einer. Uah. Den hätte ich aber beinahe übersehen. Und da hinten ist ein Ort der Macht. Da müssen wir mal dringend reparieren gehen. Wobei, ich könnte natürlich hier selber reparieren. Und... das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, und hier ist noch ein Bau. Okay. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Ja, kannst du noch nicht. Du hast keine Bomben. Müsste erst mal gucken, wo ich Bomben herbekomme. Oh, was ist das? Wer wohnt denn hier? Ja. Okay, damit geht auch nichts auf. Schade. Ne, runterstürzen wäre schlechte Idee. Es ist einfach nur eine Mauer. Na schön. Ich muss mein Silberschwert reparieren lassen. Das hat sonst hier keinen Sinn. Schnell reisen, bitte nach... Nach... Klagebrücke. Dann gucken wir, dass wir beim Herrn Zwerg reparieren. Nein, in die andere Richtung, bitte. Möge die Sonne auf dich scheinen. Ja, und auf dich auch. So, Gänse, kusch, 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 kusch. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, verschnappt. Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goldemar. Aber warum denn? Genau. Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach so ist das. Dann eben Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Okay. Die Rinde von den Bäumen gefressen. So, da ist er. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Ja, ja. Was brauchst du diesmal? Nur Reparaturen und so. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Ach Gott, deswegen, das müssten wir auch. Stufe des Handwerks zu niedrig. Reparieren. Achso, hier haben wir ja...
das da? Wo ist denn eigentlich unser Silberdings? Gutes Schwert aus Stahl. Da müssen wir gerade gucken hier. Das müssen wir dann, glaube ich, einsetzen. Wie sieht es denn hier aus? 68, müssen wir so, auch so langsam mal. 64, 94. Müssen wir auch so langsam mal reparieren. Oh ja, 261, so viel Gold haben wir nicht. Handeln. Du hast eigentlich genug Geld von mir jetzt hier bekommen. Blöpp. Segen ist zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. So, hier gibt's nette Rüstungen. Stahlwaffe, da müssen wir dann bei uns dann gleich mal hier leb wohl nachgucken. Deswegen 29, 35, 46, auf jeden Fall. Deswegen müssen wir eigentlich auch reparieren lassen. Könnten wir noch eine kleine Igni-Glyphe einsetzen. Aber sollen wir das? Deswegen, ich weiß halt nicht, was wir jetzt hier sonst an Waffen noch irgendwie kriegen. Bomben habe ich keine. Ja, gut. Dann haben wir hier repariert und können dann irgendwie hier beim nächsten Mal weitermachen. Bis dahin.